Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Surviving Mars, aka We have a food shortage. We have a food shortage. Da, seht da. Sag ich doch. So heißt das Spiel jetzt. We have a food shortage. Das Spiel heißt, wie lasse ich Leute verhungern, nur weil sie inkompetent sind und es nicht mal schaffen. We have a food shortage. Moment. Wir gucken uns die Problematik an. Hier ist derjenige, der Hunger hat. Und er geht dann dahin und hat kein Geld oder was. Weil hier ist Essen. Ich habe keine Ahnung, was der Typ für ein Problem hat. Da, der holt sich doch gerade Essen. Research complete. Wisst ihr, das ist so... Es nervt. Was ist hier los? Are you serious? Nicht genug Treibstoff und hier... Oh, hier sind nur 176... Alter, dieses Spiel. Welche Drohne ist denn für den zuständig? Also welche Drohnen hab? Schwer zu sagen. Da haben wir schon 40. Wir können da nochmal 10 mehr machen. Haben wir hier 27. Vielleicht sind die ja dann mal in der Lage, das Ding hier zu versorgen. Wobei, ich gerade, ja, wobei, doch, der ist auch voll in der Range von dem. We have a food shortage. Alter. Okay, hier hinten vielleicht wirklich. We have a food shortage. Aber, why? Also ich meine, wir können ja hier hinten einfach nochmal einen Nahrungsspeicher so vor die Tür bauen. Aber... Also da quasi. We have a food shortage. Aber ich check nicht genau, wo deren Problem ist. Warum bringen da die Shuttle auch kein Essen oder brauchen die hier ihre eigene? Wir können ja hier hinten ein eigenes Shuttle-Depot bauen, Fragezeichen. Wir können ja noch eine Treibstoffraffinerie hier hinbauen. Und da ist sie. Vielleicht hilft das dann ja. Und dann ein eigenes Shuttle-Depot. Wo ist es denn? Hallo? Auch da vorne, ne? Ja, Shuttle Hub, so heißt's. Und zwar optimalerweise in die Nähe von der Treibstoffraffinerie, also da. So. Gut, dann schauen wir mal, ob das vielleicht irgendwas hilft. Aber ich meine, wir haben wirklich, wirklich viel Essen. Von dem her verstehe ich die ganze Meckerei von den Typen hier nicht. Aber so easy halt. Okay, hier ist auch schon ziemlich gut bevölkert. Schauen wir mal, wie es hier aussieht. Hier ist recht voll, hier ist recht voll, hier ist recht voll und hier ist recht voll. Also nicht komplett, aber schon ziemlich. Was sagt denn die Universität mittlerweile? Wie sieht es denn hier aus? Ingenieure, okay. Ja, ist sehr gut. Die nächste Kuppel ist fertig. Und das ist schön. Das heißt, wir versorgen die mal. No active research. Hier unten research ist es momentan complete. Auch ein bisschen dezent. Research complete. Okay, wir schauen gleich. Durchgang. Ich würde sagen, von der Ecke zu der. Und we das Ding painten wir natürlich wieder weiß. Genauso wie das. So. Schön. Kann man das auch weiß machen hier? Ja. Sehr. Das sieht eh cooler aus. Gefällt mir gut. Gefällt mir sehr gut. Das würde ich dann hier auch fast machen. Oh ja, das sieht richtig cool aus. Mit diesen ganzen Dreiecken und so weiter. Gefällt mir. Ah, das sind jetzt lauter gerade Glasplatten. Dürfte auch einfacher zu bauen sein, ne? Also. Ja, gefällt mir. Wir haben jetzt hier keine Laser mehr, aber wir haben ja gesehen, die Meteoriten, die schlagen eh nicht bei uns in der Nähe ein, deshalb ist es nicht so dramatisch. Wir brauchen jetzt noch ein paar Übergänge zum
Bleistift. Ja. Okay. Ist aber nicht so schlimm, denn wir brauchen diese Stromleitung hier eigentlich nicht mehr. Ah, wir haben hier sogar einen Laser. Guck an. Was ist hier das Problem? Keine Vorkommen. Alles klar. Tschüss. So. Geht es hier immer tiefer oder bleibt es irgendwann so? Breakthroughs discovered. Oh. Unsere neue Satellitenschüssel. Oh yeah. Okay, das Teil ist echt nice. Jetzt müssen wir trotzdem kurz den Übergang mal bauen. Übergang, Übergang, Übergang. Wo ist denn der? Nochmal. Ach, der war ja hier bei den Kuppeln. Ja, boah, ich hatte schon Angst, dass es nicht geht, aber gut. So, den hier machen wir natürlich weiß. Und hier auch eine Durchgangsrampe. Zack. Ja, hier passt halt jetzt keine hin, aber gut, gibt Schlimmeres. We have a food shortage. Der hat 13 Drohnen. Da können wir mal wieder 10 dazu machen. Also unsere Drohnen-Factory arbeitet gut. We have a food shortage. Ja, ist ja gut. So. We have a food shortage. 30 hungernde Kolonien. Warum zum Teufel zieht ihr hier alle ein, wenn ich noch überhaupt nicht fertig bin? Leute, was soll das? Was soll das? So, gucken wir mal. Lebensmittelladen. Da, Lebensmittelgeschäft. Zack. Und dann noch ein Dinner auf die Seite. Und schauen wir mal, den geben wir mal eine höhere Prio. Und hier habe ich ja gesagt, genau, hier wird Essen angebaut. Ich weiß halt nicht, ob das reicht, was hier angebaut wird. Wir können theoretisch hier drin... Was haben wir denn hier für Leute? Alles Mögliche, okay. Die sind dann aber wahrscheinlich zum Teil auch hier eingesetzt. Ja, okay. Ja, aber ich würde sagen, wir machen hier auch noch ein paar Farmen rein. Dann haben wir hier und da Farmen und da brauchen wir dann keine Farmen. Das heißt, Lebenshaltung. Eins. Zwei. Und da geht wahrscheinlich wieder keine Farm hin, wegen dem Ding. Ja, da können wir dann wieder Hydrokulturfarmen hinbauen. Ich würde das gerne so irgendwie, dass das da schön aussieht. Naja, gut. Dann also. Geht hier vielleicht noch eine dritte... ja. Okay, und der Hunger ist auch schon besiegt. So einfach geht's offenbar. Sehr gut. Wie sieht's denn aus mit... Sauerstoff. Ja, wir haben ja immer noch die Anlage hier. Vielleicht sollten wir mal ausnahmsweise... wieder ein bisschen Sauerstoff produzieren. Also wir haben zwar eigentlich noch ausreichend Speicher, aber... wollen wir nichts riskieren, ne? Wie machen wir das am besten? Ja, machen wir es so. 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 Und dann Rohre. Hier so lang. Und dann hier immer so anstecken. So finde ich es eigentlich ganz gut. Und dann können wir da noch einen Tank hin machen. Oder hier auf der... Ja, wobei, machen wir das mal... Machen wir mal hier noch Tanks. Sauerstofftank, Sauerstofftank. Ah ja, Strom hätten die auch gerne. Kann ich nicht verstehen.
Das sollte hier eigentlich reichen, weil der sich da dran connectet und dann Strom hat. Theoretisch. Ich hoffe es. Dann Kabel. Ah, Rohre meine ich. Rohre. So. Gut, damit haben wir wieder Sauerstoff, gut. Wasser ist noch ein Problem, okay. Da brauchen wir noch ein paar Feuchtigkeitsvaporatoren. Da könnten wir mit dem Rohr hier. Irgendwie so vielleicht. Okay, wir brauchen dann hier noch einen Drohnenhub. Jo, weil der braucht keinen Strom. Fällt mir gerade ein. Okay, machen wir den Drohnenhub irgendwo hin, wo er eine Überschneidung hat. Das heißt... Und dann Feuchtigkeitsvaporator. Ja, ist ja okay. Die haben halt wegen ihrer großen Reichweite sind die ein bisschen problematisch, ne? Resources are low. Feuchtigkeitsvaporator. Ja, nee. Boah, das ist echt schlimm, ne? Resources are low. Machen wir mal so und so. So, jetzt der hier fertig und jetzt können die das Zeug hier mal bauen und dann schauen wir mal. Ah, Moment, Strom brauchen die noch. Stromkabel. Nein, echt jetzt? Das ist zu uneben. Na gut. Dann legen wir es halt daneben. Sieht halt dann hässlich aus. Ja, es geht. So, ich hoffe, mit zwei von denen haben wir dann wieder ein bisschen. Also sollten wir eigentlich. Wahrscheinlich sind irgendwelche Vorkommen auch leer, könnte ich mir vorstellen. Schauen wir mal kurz. Also hier ist noch ordentlich Wasser. Oh, hier ist noch ordentlich Wasser drin und hier auch. Das ist schon mal gut. Und hier ist nur noch ein sehr kleines bisschen Wasser und der produziert 3. Wie viel produziert denn da einer? Schauen wir mal. 1. Ich befürchte, das wird noch ein Problem. Wir haben jetzt hier zwar plus 1. Ah, immer noch minus 1 Wasser, ne? Gut, wir haben jetzt große Tanks, aber... das sind den Feuchtigkeitsoperatoren. Ist schon ein bisschen problematisch, wobei hier passen überall noch welche hin. Da... We have a food shortage. Da... Da, ja, passt platztechnisch und da, dann fangen wir schon mal den Ausfall von dem unteren Vorkommen mit ab. Boah, ist das knapp. Also die Luft hier auf dem Mars, die wird bald keine Feuchtigkeit mehr enthalten. Wenn das so weitergeht. Aber gut, der hat schon ganz viele tolle Sachen verliehen. Aha. Das ist auch schön. Ach ja, Forschung. Ich muss mich um Forschung kümmern. Gleich. We have a food shortage. Ach, das Ding hat keinen Strom. Warum hat denn das Ding keinen Strom? Ich habe das falsch gedrückt. Ich wollte eigentlich wollte ich nur das hier machen. Stromkabel. So, schauen wir gleich mal.
Und die sollten ja dann hier in der Lage sein, in diesem Shuttle Hub. Wir bauen nochmal noch drei, dann haben wir 6 Shuttle hier in dem Hub. Genau, in der Lage sein, Nahrung zu holen. Also der fliegt jetzt hier rüber und macht was? Und er holt halt erstmal irgendwelche Bauteile, weil Nahrung ist ja absolut irrelevant. Na gut, ist mir egal. So, jetzt aber Forschung. Von den normalen Forschungen haben wir fast alles, bis auf Stammzellenrekonstruktion. Okay. Was haben wir hier? Passagierraketen bringen wir Platz. Kryoschlaf. Ja, können wir auch mal machen. Stromerzeugung um 100% erhöht. Okay, können wir auch mal machen. Servicebots. Upgrade für nicht-medizinische Servicegebäude. Servicegebäude benötigen keine Arbeiter mehr und bringen 100% ihre Leistung. No active research. Alter. Ja, danach sind wir durch, ne? Dann können wir Cash machen. Alter Schwede. Also das hier sind krasse Dinge, aber das hier ist echt krass. 14.000. Wir haben Forschung pro Sol mittlerweile. Alter Schwede. 7.400. Hauptsächlich durch Hawking-Institute. Wir könnten noch ein Hawking-Institut bauen, ne? Ich glaube, wir haben eh einen Überschuss an Wissenschaftlern. Kann das sein? Wissenschaftler? Wobei, nee, nicht mehr. Nicht mehr. Okay, dann ist okay. Hawking-Institut. Was ist das hier? Bitte was? Für 20 Strom. Oh, wir haben da noch 20 Strom. 50% mehr. Aber das lohnt sich. Denn das macht wirklich, wirklich viel. Alter, plus 50%. Okay, wir brauchen aber ein neues Kraftwerk. So, das uns mittlerweile... Wir haben mittlerweile eine künstliche Sonne und 2 Fusionsreaktoren. Und ich muss nachher beim Rendern unbedingt die Musik leiser machen. Alter, ist die hier laut. Ja, dann gib ihm. Okay, läuft. Wow, jetzt ist aber Party hier. Wo hungern denn schon wieder welche? Warum denn hier unten, Leute? Der ist doch zu Hause und sagt, der hat Hunger, obwohl er direkt vor der Haustür einen voll bestückten Lebensmittelmarkt hat. Oh, Leute. Das macht mich fertig. Da arbeiten sogar Leute. Aber sehr bald werden da keine Leute mehr arbeiten. Na. We have a food shortage. Nur noch Roboter. Aber das ist ja eigentlich auch okay. Da müssen die Leute nie wieder arbeiten, ne? Ist doch schön. Ich meine, ist ja nicht so, dass sie dann arbeitslos sind und dann irgendwie, keine Ahnung, ein schlechtes Leben haben, sondern die müssen dann einfach nicht mehr arbeiten. Braucht das eigentlich? Ja, natürlich braucht das Wartung. Was denke ich mir dabei eigentlich? Okay. Das macht crazy stuff und erhöht die Forschung um 20%. Haben wir hier das Upgrade eigentlich drin? Alter, wie viel haben wir jetzt? 7.700. Ja, davor nicht auch irgendwas mit 7.000? Aber wir haben noch ein zweites Hawking-Institut, ne? Da. Bam. Ach ja, ich hätte gleich mit Steuerung. Ich mache nochmal mit Steuerung, falls wir noch eins haben, aber ich glaube nicht. 1.500 hat der ohne dem Upgrade und mit dem Upgrade 2.000, ja doch, also ich wollte gerade sagen, bei 50%, das muss sich doch irgendwie lohnen. Was ist das hier das Problem? Lagerraum ist voll. Oh, wir sind zu rich. Okay. Verkaufen. Alles muss raus. Das passiert, wenn man zu lange sein Geld hortet. Es kommt nichts Neues mehr rein. Oha, was ist denn jetzt hier wieder eskaliert? Warum hungern die denn alle, obwohl hier ein Supermarkt ist und hier eine Bar?
Ich verstehe es nicht. Okay, die haben hier unten kein Lebensmitteldepot. Das, okay, gut, da können wir, na, das können wir dann schon regeln, so. Ja, das brauchen wir eigentlich nicht mehr unbedingt. Wir brauchen halt auch echt keine Siedler mehr von der Erde eigentlich. Also wir können mal schauen, es gibt wahrscheinlich genügend Bewerber mittlerweile. Ja, Spiel. Okay. Es freest. Oh, Alter, zum Glück. Ich weiß nicht, warum es immer freest. Okay, wir haben 78 Bewerber. Aber wisst ihr was? Ist mega. We have a food shortage. Okay, hier ist 80. Alter Schwede. Was ist denn das hier dann? Das hier ist... Sind das Obdachlose? Nee, oder? Wir haben noch nicht 112. Wir haben 112 Obdachlose. Ach du Scheiße. Oh shit, ich dachte, wir haben 112 Plätze noch frei. Okay, das ist schlimm. Okay. Es gibt hier, das, ich meine, Apartments sind nicht der absolute Luxus mit 45, aber ganz ehrlich, alles ist besser als obdachlos. Wir können auch noch ein paar intelligente Wohnanlagen bauen. Ist hier noch irgendwo Platz? Ja, danke schön. Hier zwei intelligente Wohnanlagen. Hauptsache, wir haben hier ein bisschen Platz. Und dann vielleicht nochmal Wohnquartier oder so. Ja, können wir da noch eins machen. So, und da braucht man theoretisch Botaniker. Das ist jetzt ein bisschen gemischt, aber passt schon. Service Bots. Das heißt, ich könnte sagen, 24 Stunden offen. Moment. Oh, das braucht 10. Weißt du was? Drauf geschissen. Alle. Alle Supermärkte werden vollautomatisiert. Das wird jetzt richtig teuer. Weil ich weiß nicht, steht hier, wie viele wir haben? Nee. Aber das wird so, so teuer. We have a food shortage. Es wird einfach unendlich teuer. Weil hier zum Beispiel... Vor allem mit Service-Bots können wir halt alles 24 Stunden aufhalten, ladentechnisch. Funding received. 2,5 Milliarden, dankeschön. We have a food shortage. Immer raus mit der Kohle, Mann. Immer raus mit der Kohle. We have a food shortage. Schön die Sachen raus. Ist hier oben schon wieder? Warum wird da kein Essen hingeliefert? Ich verstehe es halt nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. We have a food shortage. Ja, ich kann da jetzt auch nichts machen. Was soll ich denn machen? We have a food shortage. Ja, hier oben. Das habe ich schon gesehen. Ja, da ist doch jetzt voll. Was ist das Problem? We have a food shortage. Ja, ist okay. Okay, ist das normal, dass der da so rumnörgelt irgendwann? Das ist ja ekelhaft. Mach mal hier voll Prio, weil das interessiert mich. So, wir haben jetzt hier überall schön... Oh, alles mit Botanikern besetzt. Sehr geil. Okay, hier sind noch ein paar Hilfskräfte, aber das ist auch in Ordnung. Research complete. Okay, nur noch 99 Obdachlose. Was ist der Pfeil nach oben? Ach, Freiwohnplätze, genau. Kryoschlaf, Alter. Wie schnell das halt jetzt geht. Ich meine, wir müssen uns vorstellen, das da waren jetzt alles zigtausende Forschungspunkte. Alter. Das ist nice. Wie viel haben wir denn mittlerweile mit dem anderen auch? 8800. Also die Hawking-Institute, die bringen es richtig. Hier brauchen wir dringend noch Zeug. Wir haben doch so... Oh, wir haben nur noch 3 davon. Ich dachte 2000. Okay. Okay, Spiel, bitte stürzt nicht ab, wenn ich jetzt hier drauf klicke. Danke. Weltraumlift. Ich dachte, wir haben noch 200. Okay, das ist natürlich ein Problem.
Also ein mittelmäßiges Problem. Zack. Ist ja nicht so, als hätten wir den Cash nicht. Wir geben jetzt hier nochmal 2,5 Milliarden oder 2 Milliarden aus. Wir kriegen pro Export 2,5 Milliarden und wir haben so viele Rohstoffe. We have a delivery on the space elevator. Resources are low. So, und jetzt ist hier richtig die Party, ja. Funding received. Jetzt fahren sie alle dahin. Und jetzt fliegen sie alle dahin, hier riesen Umschlaglager. We have a delivery on the space elevator. Oh yeah. Okay, jetzt haben wir 400. Und wir können nochmal einkaufen. Wir können nochmal einkaufen und zwar, davon haben wir auch ein bisschen zu wenig. Ich meine, warum alles selber produzieren, wenn man auch handeln kann, ne? Handel regiert die Welt. Funding received. Und das ist ja auch zu Recht. Warum sollte jeder alles produzieren müssen, wenn es einfach einer produzieren kann und die anderen We irgendwas have a anderes? Delivery on the space elevator. Was auch immer der da gerade gemacht hat. Okay, also wir haben jetzt wieder ein bisschen Stuff. Und ist das jetzt hier... We have a food shortage. Ja, ja. Du bist auch ein Food Shortage. Hier ist der Boden auf 50%. Hier auch, hier auch. Habe ich nicht irgendwo... Moment mal, hier habe ich doch auch Soja. Ich kann das ja umstellen auf riesiger... Also Soja waren ja 5 Sol... 2 Wasser, 10%, 40, also 40 Nahrung auf 2 Sol und riesiger Weizen ist 23 Nahrung auf 2 Sol und braucht auch noch weniger Wasser, also gib ihm. Und hier haben wir mittlerweile 90%. Okay, da müssen wir noch ein bisschen warten, dann können wir hier die Ausbeute auch erhöhen. Weil immer 5 Sol zu warten ist natürlich auch nicht so optimal. Was ist hier kaputt? Was ist hier kaputt? Oh, die Kuppel selbst. Oh. Das ist natürlich nicht so optimal. Gut, die da hinten ist jetzt nicht so dramatisch. Wichtiger sind mir andere Sachen. Zum Beispiel, dass das hier mal fertig wird. Ja doch, das wird immer tiefer, oder? Ich bilde mir das doch nicht ein. Bin gespannt, bis wohin das geht. Ja, wahrscheinlich nicht tiefer als so, schätze ich mal. Bisschen Beton. Ich hab... Ja gut, wir verbrauchen noch viel. Ich wollte gerade sagen, ich habe damit gerechnet, dass das ein bisschen schneller geht, aber... Ja, ohne Teleskop sind es dann noch 7,3. Also das Teleskop ist schon krass. Okay, Wasser sind wir nicht in der Überproduktion, aber das ist in Ordnung. Wir haben eine Food-Shortage. Warum denn hier schon wieder? Ihr habt hier alles. Ihr habt hier alles. We have a food shortage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich glaube, ich muss die hier alle nochmal ein bisschen upgraden. 1, 2, 3. So, hier ist wieder Cash. Wir haben jetzt 6 Billionen und haben trotzdem ordentlich eingekauft. Das ist ein Traum. We have okay. A food shortage. Das ist alles wichtig soweit, das ist ja auch in Ordnung. Wir haben jetzt wieder 80 Energie, das heißt ein Kraftwerk war ausgefallen. Okay. Du, bau bitte nochmal 50 Stück. Wir werden die so oder so noch brauchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Research complete. 50. Okay, Research complete. Das ist die Frage, ist das jetzt automatisch? Ja. Stromerzeugung 10. War das vorher auch schon 10 oder war es vorher 5? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Egal. So. Also. Also das ist hier echt ein bisschen ein Drama, ne? Repariert das mal gefälligst. Wir haben doch jetzt über 300 davon. Und hier kommt, schleppen was an. Hier kommt gar nichts an und hier kommt auch gar nichts an. Was soll denn das?
Was? Kein Geld, Mann. Wieso solltet ihr kein Geld haben? Boah, wir haben halt immer noch 90 Obdachlose. Oder 89, 89, 86, 85, 84. Okay, es werden weniger. Aber gut finde ich das eher weniger. Also irgendwie ist das hier echt ätzend. Das hat auch eine hohe Prio. Sogar höher als die hier. Er braucht auch nur einen von den Dingern. Okay, das wurde jetzt aber repariert. Repariert das hier gefälligst mal. Das ist wichtig. Ah, jetzt habe ich gesehen, es wurde gerade hingebracht. Okay. We have a food shortage. Ah, okay, jetzt haben wir hier Service Bots. Jawohl. Das ist gut. Glaube ich. Sieht man jetzt hier irgendwas? Nö. Funding received. Okay. Oder ist es das, wo die jetzt einfach auswählen können, was sie haben wollen, dann kriegen sie es. Okay, wir haben noch 600 Tonnen Edelmetall, ne? Ja, wir verkaufen weiter. Wir verkaufen weiter. Wir haben echt genug. Alter. Ich verstehe es nicht. Also hier haben wir auch Obdachlose, sehe ich das richtig? Ja. Oh man. Passt hier irgendwie so ein Quartier? Nee. Hier passt halt auch nichts hin. Hast du so ein intelligentes Haus vielleicht? Zwei Stück? Kein Platz? Na gut, dann bauen wir halt Luxuswohnungen. Was? Aber da passen wenigstens drei Stück hin. Okay. Gut, wir haben zum Glück keine Abtrünnigen, aber okay. Was sagen die Universitäten? Es fehlt immer noch an Ingenieuren. Botaniker fehlt auch noch. Bilden wir gerade aus. Ah, schwierig, schwierig. Aber wir haben jetzt eigentlich alle Wunder gebaut, ne? Das. Wir haben alle Wunder. Ja, wir haben alle Wunder. Und nur noch ein paar Sachen zu forschen. Jetzt ist halt die Frage, was wir sonst noch so als Ziele haben, ne? Weil grundsätzlich wären wir ja jetzt, glaube ich, soweit durch. Hier noch ein bisschen Wohnraum. Zumindest sobald die Forschungen durchgelaufen sind, aber das ist nur noch eine Frage von 2-3 Minuten oder so, dann ist das durch. Deshalb die Frage an euch. Gibt es noch irgendwas, was ihr sehen wollt? Weil... Okay, wir lassen einfach mal das Fenster da oben, dann nervt sie vielleicht nicht die ganze Zeit. Genau, gibt es noch irgendwas, was ihr sehen wollt? Weil ihr seht, wir haben jetzt momentan nicht mehr so die Herausforderungen. wir sind halt ziemlich reich und haben über 1000 und alles erreicht. Und Meilensteine, 40% der Arbeit ist in den Werkstätten. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, was das jetzt heißen soll. Heißt das, dass ich noch 1000 von denen hier bauen soll, oder? Ach, guck mal. Es fehlt uns halt massiv an Ingenieuren. We have a food shortage. Also wir bräuchten noch eine Universität. Also wir können halt jetzt schauen, dass wir einfach noch mehr Universitäten bauen und ihr wisst schon, in welche Richtung das gehen soll. Aber... ansonsten würde es mich interessieren, was ihr noch an Zielen so sehen wollt. Also eine Folge werden wir auf jeden Fall noch machen, und zwar nachdem ich euer Feedback gelesen habe. Da bauen wir dann vielleicht noch eine Uni oder so, und dann müssen wir halt schauen, ne? Also von dem her, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss, schönen Tag noch.